Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir arbeiten uns aktuell durch die Kerker auf der Suche nach Inkredenzien für einen hyper-duper-super-mega-Extra-Trank. Oh je. So, ich habe das Gefühl, ich habe hier auf jeden Fall schon verkackt, glaube ich. Bei aller Liebe. Ich glaube, ich habe schon mindestens ein Secret vergessen. Aber das sehen wir dann. Weil da vorne ist schon das nächste Speicherbuch. Ich glaube, wir hätten in diesen Mittelraum reingekonnt. Irgendwie, ich weiß nicht wie, aber es hätte, glaube ich, funktioniert. Oh, vorsichtig, Harry. Aber ihr müsst ja auch selber noch ein bisschen was rausfinden. Ich kann euch ja nicht das ganze Spiel vorkommen. Das geht ja nicht. Nee, das geht ja wohl nicht. Vielleicht haben wir Glück und das kommt doch noch. Da ist er schon wieder. Hallo, geh weg. Und durch da. Nein, ich war zu langsam. Weiß nicht, ob man da rein kann. Ach, guck mal, jetzt sind wir in dem Mittelraum. Die Frage ist, ob man da durch kann. Au. Au, scheiße. Antwort, ja. Alter Junge. Der ist ja richtig uncool drauf. Wir sind gleich wieder tot. So, stabiler Typ mit roten Bart. Den schauen wir uns schnell an, bevor ich gleich sterbe. Und dann müssen wir den nochmal einsammeln. Ups. Da ist er. That is Hengist of Woodcroft. Mittelalter. Daten sind unbekannt. Wurde von Muggeln aus seiner Heimat vertrieben. Und lebt der Sage nach in Schottland. Dort hat er das Dorf Hogsmeade gegründet. Das Drei Besen ist angeblich sein Elternhaus. Ah, okay. Ihm haben wir das Butterbier-Reservoir zu verdanken. Ich versuche mal eben weiterzugehen, möglichst ohne zu sterben. Jetzt sind wir oben, okay. Cool. Oh je, jetzt müssen wir gleich auch mal hinten wieder lang. Das heißt, wenn er da gleich durchlatscht, müssen wir den Moment nutzen. Wunderbar, und hier durch. So. Ja, gehen wir jetzt mal hier runter. Ich hoffe, der kommt hier nicht rein und nervt uns. Das wäre sehr gemein. Flipendo! 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 So, Harry, schnell, bevor der blutige Baron dir nochmal einen in den Nacken gibt. So eine Nackenschelle hältst du nicht nochmal aus. Das ist so. Wir sind zu doll nackenbeschellt schon. Was ist das? Muss Diptam sein. Das habe ich mir anders vorgestellt. Muss ich aber jetzt mal echt gestehen. Oh, wir sind durch. Und ich bin mir sicher, wir haben nicht alles gefunden, damit Snape uns jetzt richtig einen reinballern kann. Mr. Potter. Wieder zu spät, fauler Bengel. Ich werde dir 3 Strafpunkte geben. Vielleicht ist dir das ja eine Lehre. Wie ich sehe, hast du ein paar Sterne gesammelt. Doch leider haben sie in meinem Klassenraum keinen Wert. Ich habe die Stunde ohne dich abgeschlossen, Potter. Die anderen Schüler sind schon auf dem Weg zur Halloween-Feier. Lauf ihm nach, wenn du meinst, du musst. Du bist echt nett, Snape. Ich hab dich gern, Snape. Bester Lehrer, Snape. Oh. Harry, ein großer Troll treibt hier sein Unwesen. Er hat Hermine in die Mädchentoilette gedrängt. Sie braucht unsere Hilfe. Wir müssen sofort versuchen, sie zu retten. Okay. Sofort oder kann ich mich noch ein bisschen umsehen? Ron, wo bist du jetzt hingerannt? Warte, wir folgen mal Ron. Okay, wir müssen ihm auch folgen. Wir haben ein bisschen Health, glaube ich, zurückbekommen, oder? Aber nicht so viel. Wenn ich überlege, dass wir gleich gegen einen Troll kämpfen werden. Ich bin in Sorge, aber das wird schon. Das wird schon. Macht euch da keinen Kopf. Das ist im Griff. Das ist nur ein Troll. Wonach riecht es hier? Na, Trollscheiße. Wonach denn sonst? Oh! Oh mein Gott! Junge, das sieht aber geil aus. Moin! Rennen wir jetzt einfach. Oh je! Okay, wir rennen einfach. Oh. Ich habe hier so einen Crash Bandicoot-Moment. Oh, Harry legt sich aber richtig krass in die Kurve rein, Junge! Ja, alles der Boy. Ja, Engel. Ja,
Harry, immer weiterlaufen. Lass dich nicht. Wow. Okay, mich kann ich daran erinnern, ey. Wie so ein Crash Bandicoot Steinmoment haben. Die Dinger waren früher gang und gäbe, ne? Heute sieht man das gar nicht mehr. Aber früher, das war ja schon fast. Das war sowas wie die obligatorischen Shooter-Sequenzen. Railgun-Dinger, wo du dann an irgendeinem fest installierten Gewehr sitzt und oder was auch immer es ist. Hier könnte es dann Zaubersprüche sein. Und dann schießen musst. Jo, Speicherbuch, das ist schon mal gut. Hermine mega entspannt, der Troll ist ja riesig. Au! Ah! Harry, ich versuche den Knüppel des Trolls zu verzaubern, so dass er ihm auf den Kopf haut. Wingardium Leviosa. Und was mache ich? Achso, ich muss abwehren. Verwende den Flipendo-Zauber, damit die Helden von einem Schrott getroffen werden. Ja, mache ich. Ich geb hier alles, Bruder. Gemeinsam kriegen wir das gebacken. Flipendo. Flipendo. Das wurde aber knapp, du. Er wirft so einen dicken Hammer nach ihm. Ron, kannst du das ein bisschen schneller machen? Du musst beim Unterricht mehr aufpassen, Bruder. So wird das doch nix. Ronny, ein bisschen schneller, bitte. Ja, gleich haben wir es. Der Troll merkt das auch gar nicht, dass er diese riesige Keule über seinem Kopf schwebt. Ron! Oh, scheiße. Das war sehr knapp mit dem Hammer. Wingardium Leviosa. Oh, oh. Das wird immer schneller. Hör auf, mit Toiletten zu schmeißen. Das gehört dir nicht. Ron wurde einmal getroffen. Sorry, Ron. Ron, ich kann langsam nicht mehr. Ich krieg schon einen Zauberarm. Junge. Hermine, bist du okay? Danke, dass du mich gerettet hast. Hast du ihn kalt gemacht? Alter, was? Ich glaube, er ist erledigt. Los, wir verschwinden von hier. Hast du ihn kalt gemacht? Erschöpft von ihrer Begegnung mit dem Troll, gingen Harry, Ron und Hermine zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum zurück und diskutierten über die seltsamen Vorkommnisse in Hogwarts. Harry vermutete, dass jemand den Troll reingelassen habe, um alle in der Schule abzulenken und somit unbemerkt in den verbotenen Korridor zu gelangen. Sie hatten jedoch nicht mehr besonders viel Zeit, darüber nachzudenken. Besonders Harry war sehr beschäftigt, da er sich auf sein Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw vorbereiten musste. Oh, wir dürfen wieder Quidditch spielen. Quidditch. Ich heiße Lee Jordan und bin der Kommentator. Gryffindor spielt gegen Ravenclaw. Dann mal los, da haben mögen wir es losgehen. Da haben wir beim ersten Mal ja schon brilliert. Oh, was ist denn hier? Harry, wieso gibst du kein Gas? Ah, jetzt. Oh. Da ist der Schnatz. Okay, ich habe ihn gefunden. So, jetzt habe ich es leider geschnappt. Danke, ich gebe dir mein Bestes. Was ist denn los, Alter? Junge. Immer am Schnatz beim Harry. Harry, bleib am Schnatz! Oh, ich weck da den Jungen. Das ist der helle Wahnsinn! Absolut. Geht alles, alles, alles! Oh. Warte nochmal. Nein. Zeig uns, was du drauf hast, Harry! Harry, los, komm schon. Jetzt haben wir ihn. Hab ich? Nein, war kack. Ich hab echt verschissen. Bleib dran, aber so bleibt es für euch auch spannender. Das ist
Ist nicht da mal das mein Schnatz, Junge? Ja, ich bin dabei, Mann. Beeindruckendes Talent. Oh, scheiße, nochmal. Jawoll, Leute, du. Guck dir mal mein Leben an, Alter. Gottes Willen. Da wäre Harry beinahe vom Besen geballert. Dank Harrys ausgezeichneten Fähigkeiten als Sucher gewann Gryffindor das Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw. Harry, Ron und Hermine verbrachten einen großen Teil ihrer Freizeit in Hagrids Hütte und versuchten ihn davon zu überzeugen, dass er Norbert, seinen heißgeliebten Drachen, nicht behalten könne. Schließlich, nachdem die drei lange auf ihn eingeredet hatten, gelang es ihnen, Hagrid zu überzeugen. Harry packte das unerwartete Weihnachtsgeschenk aus. Etwas Weiches, Silbernes glitt hinaus. Es ist ein Tarnumhang, rief Ron. Davon gibt es nur ganz wenige. Bei dem Umhang lag eine Notiz. Dein Vater hat mir diesen Tarnumhang zur Aufbewahrung überreicht, las Harry. Er brauche ihn klug. Fröhliche Weihnachten. Harry probierte den Umhang an. Und dann halfen ihm Ron und Hermine bei den Vorbereitungen für den Aufstieg zum Turm. Wo ist deine Brille? Sei vorsichtig, Harry, sagte Hermine. Wenn du einen Zauber verwendest, bist du nicht mehr unsichtbar. Filch könnte dich dann erwischen. Ihr wisst, was das bedeutet? Norbert im Gepäck machte sich Harry auf den Weg zum höchsten Turm. Er hoffte, dass er sich mit seinem Tarnumhang unbemerkt an Filch und seiner Katze Mrs. Norris vorbeischleichen könne. Jetzt kommt eine Sneaky-Sneaky-Sneak-Mission. Ich hasse so den Dinger, ja, ne? Was war das? Aber das ging, glaube ich. Das war, glaube ich, nicht so schlimm. Gesundheit, Schatzi! Warte, wir können hier hoch. Kann ich nicht hoch? Nee. Hoch, komm schon, Harry. Ne, kann ich nicht, aber da oben sind doch eindeutig Bohnen. Ach da, alles klar, so komme ich hier hoch. Selbstverständlich sammeln wir die Bohnen ein. Hallo? So, Harry. Hier oben kann uns Filch auch nicht mehr sehen, also hier sind wir erstmal safe. Aber nachher kommt ja noch seine Katze, Mrs. Norris, mit ins Spiel und die kann uns dann hier oben nämlich auf den... diesen Regalen erwischen. So. Hä? Was war das? Weiß ich nicht, Digga. Was war das denn? Geh mal gucken, ne? Eindringling! Ein Eindringling im verbotenen Korridor! Du musst dich irren. Alter, der dreht ja sofort komplett durch, der Junge. Okay, wir haben es geschafft. Okay, was hat er für Gedanken? Junge, was hat er so ein paar Hefte versteckt oder was in der Bücherei, damit ihm abends nicht so langweilig ist? Das ist ja mega creepy, Mann. Aber okay, das ist in Ordnung. Wir machen mal munter weiter. Alohomora. Da ist er schon wieder mit seiner Lampe. Der kleinen Funzel. So. Einmal hier hoch. Oh, der Sound knistert wieder. Schön. Ja, ne? Siehst mich aber nicht, du, ich bin unsichtbar. Wo ist er denn jetzt hin? Bete, dass ich dich nicht finde, du kleiner, hinterhältiger Schüler. Woher willst du denn wissen, dass ich ein Schüler bin? Vielleicht ist er auch einfach nur Dumbledore, der irgendwie Langeweile hat. Und meint, der muss wieder ein bisschen Unfug treiben, ne?
blieb Pendulum. Du gibst ja wohl nicht, also unglaublich sowas hier. Geh mal weg da, ich möchte dir eine Bohne noch haben. Und du bist mir da echt zu nah dran. Harry, verkackt. Ich jetzt wegen einer Bohne nochmal zurück? Na klar. Das hat sonst nichts zu tun, ne? Dann müssen wir wahrscheinlich hier rüber. Und dann von dort aus seitlich darüber. Läuft die Kiste. So, und dann raus hier. Direkt an den Harry, der Trick ist vielleicht nicht zu schreien, ja? Weil man könnte dich dann hören. Das Zählen. So meine Idee, ne? Vielleicht nicht loskreischt wie ein Wahnsinniger. Könnte helfen. So. Tim, tim, tim. Hallo, Homora. Und Mrs. Norris jetzt schon am Start? Das war knapp, Alter. Da steht er da rum, der Blödel. Na, Digga? Das geht. Ja, genau. Bisschen. Was war das? Weiß ich nicht. So, alles cool, alles cool. Eindringling! Eindringling! Mit einem Ausrasten, der Junge, ey. So. Nebenbei natürlich nach Bildkarten und sowas immer Ausschau halten. Hier kann ja zwischen den Regalen einiges versteckt sein. Da ist. Aha! Ja, renn du ruhig mal hier hin, wenn du meinst. Ist leider nichts, ne? Bin ich dumm. Ich muss da rein. Ich kann von oben leider den Schalter nicht aktivieren. Und wo ist er jetzt? Ist er weg? Nee, nicht mehr. Ich nehme mal die Maus zu Hilfe. Da könnte die doch ein bisschen helfen. Da. Okay. Die geht ja zumindest zum Umgucken, geht sie ja noch. Flipendo. Wie komme ich bloß dort hinauf? Naja, über das Regal, Harry. Oh, knistert der Sound wieder. Knusprig. Ja, aber überhaupt, dass das Game noch läuft, ne, muss man echt schon sagen. Ist schon cool. So. Dann können wir dahin und dahin, nicht zu weit. Und dahin. So, hier fühle ich ja irgendwie Mrs. Norris, ne? Es komm läuft bei ihm. Alter. Komm heraus, wo immer du dich auch versteckt hältst. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Du musst versteckt sein. Da oben sieht verdächtig aus, oder? Es könnte da noch was sein. Jetzt warten wir kurz, bis Filch hier fertig ist mit seinem kleinen Kontrollgang. Wo ist er denn jetzt hin? Bitte, dass ich dich nicht finde, du kleiner, hinterhältiger Schüler. Keine Sorge. Ich chill. Ach, wir sind noch gar nicht durch. Ah, also geht doch noch da lang. Wisst ihr? Was ist denn der kleine nervige Bolzen? Eine Lampe? Harry ist hier richtig akrobatisch unterwegs. Verrückter Junge. So, einmal da. Was machst du denn, Mann, Junge? Oh Gott, er ist runtergefallen. Das ist lebensgefährlich. Hätte jetzt jederzeit entdeckt werden können. Du Wahnsinniger. Gehen wir lieber da lang, wa? Den direkten Approach. Ist noch ein bisschen besser, ne? So, guck mal. Noch ein Button. Guck mal, da ist noch so eine Figur. Was war denn da hin? Ja, Hahn ist gut. Bleib entspannt. Meine Lieben, der Hahn ist am Krähen. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle hier so einen kleinen mogeligen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal den Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten, wir sehen uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.